Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier von DCC durchgeblättert. Ich hatte mir irgendwann mal DCC geholt und damit einhergehend auch die ersten beiden Ausgaben vom Trichter, habe aber tatsächlich jetzt letztens in dem System Matters Paket, das ich bekommen habe, noch die dritte Ausgabe vom Trichter mir bestellt gehabt, also hatte ich dann im Paket, weil ich es bestellt hatte, und ich habe gemerkt, dass ich das auch irgendwie noch nie so wirklich gezeigt habe, wie das dann so von drinnen aussieht und was da alles so zu finden ist. Und ja, deswegen hole ich das einfach mal nach. Das hier ist also jetzt der erste Trichter, Juni 2020, ist also schon ein bisschen her, hat damals noch 10 Euro gekostet, wie hier oben auch steht. Und die Aufmachung ist natürlich schon ziemlich oldschoolig. Und ja, hinten ist dann jetzt kein Klappentext oder so drauf, ist ja klar. Ist ja auch eher ein Magazin. So. Hier wird sogar noch auf Leserbriefe eingegangen, denn die kann man auch schreiben. Und nach einem Vorwort geht es hier erstmal los mit die 13 Bräute des Blutes. Also erstmal ein Abenteuer der Stufe 0. Da könnt ihr natürlich jetzt geflissentlich sowieso weggucken, wegen Spoilergefahr. Abenteuerbesprechung machen wir jetzt hier nicht. Wir gucken nur kurz rein, was in diesen Trichtern überhaupt so zu finden ist. Aber ihr seht schon, das sind jetzt nicht irgendwie Abenteuer, die nur 3 Seiten lang sind, sondern das ist schon so ein bisschen mehr. Hier sind wir auch schon auf Seite 20. Da geht es mit dem Schicksal des grausamen Zauberers weiter. Auch ein Abenteuer der Stufe 0. Das überspringen wir dann auch mal. Und dann geht es hier weiter mit dem Barbaren. Hier gibt es also einige Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Barbaren. Da werden hier Trefferpunkte, Waffenübungen, Glück, Angriffsmodifikator, Gesinnung und so weiter und so fort werden hier aufgelistet. Auch sehr schön, dass hier immer Mann und Frau extra illustriert worden wurden. Aberglaube, Gebildetheit und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch noch eine passende Klassentabelle für den Barbaren. Außerdem haben wir in dieser ersten Ausgabe das unbesiegbare Huhn. Da sind dann auch ja, 1W12 Abenteuerideen drin. Also auch hier wieder Gesinnung und so weiter und so fort. Alle unbesiegbaren Hühner sind rechtschaffen, steht hier auch direkt. Man kann hier also wunderbar ein Huhn spielen. Und auch das Huhn bekommt eine Tabelle. Ja, und die versprochenen 1W12 Abenteuerideen gibt es natürlich auch. Ja, dann wird es ein wenig Cthulhuid, denn mit Yog-Sothoth wird dann ein Patron für Zauberkundige und Elfen hier noch dargestellt. Natürlich alles schön in schwarz und mit roter Schrift. Muss ja, geht ja um Wahnsinn und so weiter. Und tatsächlich gibt es hier auch eine Wahnsinnstabelle für den W7. Ne? Denn es gibt ja, es wird ja eigentlich meistens mit komischen Würfeln gewürfelt bei DCC. Auch die Patronanrufung bekommt wieder ihre Tabelle. Und die Makel des Patrons dann auch. Und es gibt hier auch einen Zauberbrand. Und dann kommen überhaupt die Zauber natürlich auch mal. Ja, da haben wir dann hier erstmal Kind des Yog-Sothoth herbeirufen, der Toten noch. Schlüssel zum Tor. Ja, 3 Zauber. Und
Dann gibt es hier noch ein bisschen Infos darüber, wie man einen Trichter überhaupt leiten kann. Natürlich was zum Einstieg, zu den vorgefertigten Charakteren und überhaupt zu den Charakteren und ja, wie das eben so mit dem Krepieren dann ist und Fairness und Taktieren, Geheimnis und so weiter. Und dann noch eine schöne W100-Tabelle zu besonderen Gegenständen, denn ein Stufe 0 Charakter bekommt ja immer so ein irgend so einen besonderen Gegenstand, was ja dann auch bei D&D immer der Fall ist, ne? Bei uns hatte am Anfang, also ich hatte ja vorher noch kein D&D gespielt, aber das erste Mal, als ich es gespielt hatte, hatte dann der eine Spieler einen gewichtslosen Stein dabei oder sowas. Hier könnte es natürlich dann auch einfach ein wie acht Nägel sein. Und dann hier noch Nachschub für den Trichter. Da heißt es dann, dass man, na, ja gut, okay. Ich habe mich nämlich gerade echt gefragt, was sie hier machen wollen. Aber es geht einfach darum, dass man die Stufe 0 Charaktere ein wenig individualisiert. Also Größe, Körperfülle, Augenfarbe, das ganze Übliche. Ich war gerade irgendwie der Meinung, dass man einfach hier Charaktere, einfach Archetypen-Charaktere an die Hand bekommt, aber nein, einfach Ausgestaltung, okay. War gerade etwas irritiert. Okay. Und auch sehr geil, Sesrekan, der Ältere, sagt, wasche deine Hände. Das ist natürlich hier alles in der Corona-Zeit entstanden. In der ziemlich anfänglichen Corona-Zeit noch 2020. Finde ich echt geil, dass ihr einfach nochmal hier. Was steht hier unten? Ob mit Wasser und Seife oder mit Dämonenblut. 20 Sekunden Hände waschen verhindert die Ausbreitung von Keimen. Ja, sehr, sehr geil. Und dann noch, wenn dir das Regelwerk zu schwer ist. Einfach schnell, okay, was brauche ich für ein Standardspiel? Was brauche ich für einen Standardtrichter? Einfach eine kleine, schnelle Übersicht. Und dann gibt es hier noch den Rat der Weisen Richtung Ende. Das ist dann tatsächlich eine Kolumne für Regelfragen, wo einfach Regelfragen beantwortet werden. Also echt in einem Stil, den man vielleicht von ganz, ganz früher mal kannte. Aber das war dann schon etwas vor meiner Zeit. So, was haben Sie hier für Fragen? Wie bestimmt man, welche Zauber die Zauberwirker auf der ersten Stufe erhalten? Okay, das wird hier richtig ausführlich beantwortet. Echt cool. Werden Glückswürfe gegen einen Schwierigkeitswert gemacht oder muss man einen W20 unter den Glückswert würfeln, damit die Probe gelingt? So, was gibt's hier noch? Wenn ich einen Charakter von Stufe 0 auf 1 steigere, wo finde ich die Voraussetzungen für die Klassen? Und bekommt ein Kleriker wie ein Zauberkundiger bei hoher Intelligenz mehr Zaubersprüche? Und eine etwas längere Frage. Mit Hände auflegen kann der Kleriker unbegrenzt heilen, bis er in Ungnade fällt? Oder da sich der Ungnadebereich ja pro misslungenem Zauber um 1 erhöht, kann er also innerhalb eines Tages, am folgenden Tag setzt der Ungnadebereich sich ja wieder zurück, sehr häufig heilen, eigentlich unbegrenzt oft. Habe ich da was falsch verstanden? Okay, cool. Und dann hier noch eine kleine Übersicht. Und etwas, das aussieht wie sehr alte Werbung. Und diese extra Special-Kategorie Music like it's 900, was? 1974. Okay. Ja, das war deutlich vor meiner Zeit. Da habe ich tatsächlich wirklich keine Aktien drin, aber für alle etwas Älteren, die da wirklich in den Zeiten von Deep Purple, Pink Floyd, Kiss, Led Zeppelin und so weiter, AC/DC gelebt haben,
Ja, war natürlich geil, ne? Ich meine, gut, AC/DC habe ich natürlich auch schon viel, viel gehört und habe da alles Mögliche im Regal stehen. Und natürlich Deep Purple, Led Zeppelin habe ich auch ein paar Sachen von gehört, aber ich bin dann doch etwas zu jung, um so tief da drin gewesen zu sein. Aber gut. Das war dann die erste Ausgabe vom Trichter. Und ja, wir schauen dann mal in einer weiteren Folge, was in der zweiten Ausgabe so alles drin ist. Dann also erstmal bis hierhin und bis denn.